Moin, liebe Freunde von Morgentau-Fraktion. Ich bin ein besorgter Bundesbürger und Antifaschist. Es braut sich hier was sehr Übles zusammen. Eine Gefahr für unsere Verfassung und Demokratie. Und das sind nicht die Salafisten. Die werden aufgebauscht. Die Salafisten sind keine große Gefahr. Eine größere Gefahr ist diese Scheiß-Pegida, dieses Drecksvolk, dieses Rassismus, der Abschaum der Bundesrepublik Deutschland. Das sind keine besorgten Bürger. Auch wenn die was anderes erzählen, wir sehen uns na klar wieder das alte Märchen von ahnungslosen Deutschen, von unschuldigen Deutschen. Fakt ist, jedes Arschloch, das mit der Pegida mitmarschiert, ist ein Drecksfaschist. Und deswegen rufe ich alle Bundesbürger und Antifaschisten zum Widerstand gegen das scheiß Pegida-Drecksvolk. Wir haben das Recht zum Widerstand. Wir müssen die scheiß Pegida mit allen Mitteln bekämpfen. Blockiert die Scheiße, blockiert das Drecksvolk. Ja, dieses scheiß Drecksvolk, dieses Rassistenvolk, das gegen Migranten hetzt, gegen Flüchtlinge. Kein Mensch ist illegal. Dresden ist mal wieder die Faschistenhochburg. Es wird Zeit, dass man Dresden wieder einäschert. Müsst ihr dieses Pegida-Drecksvolk genauso einäschern wie ihre Ahnen damals in Dresden am 13. bis 14. Februar 1945. Ja, schön mit Brandbomben bzw. Napalmbomben. Dresdner brennen gut. Schöne Brandbomben abwerfen mit einem Lancaster-Bomber, das wäre das Beste. Also alle normalen Dresdner evakuieren, also alle Liberalen, alle Sozialdemokraten, alle Linken, aber alle Rechten und Rechtsradikalen einäschern. Die ganze Pegida-Scheiße einäschern. Dieses Pegida-Drecksvolk. Alerta, Alerta, Antifaschisten.